Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. So, wir haben natürlich ein geheimes Lager gefunden. Die haben uns prompt aufgenommen und wir haben ein eigenes Zimmer bekommen. Was ich recht, oh, hübsch finde. Natürlich sacken wir erstmal alles ein, was wir nehmen können, damit wir das auch dann gleich verkaufen können. Weil wir brauchen das alles nicht. Und wir können natürlich in der Truhe auch etwas reinpacken. Da bin ich definitiv für. Denn ich möchte zum Beispiel den Flammenwerfer dort reinpacken. Und Schlangenbiss. Elis Waffe. Na, dann haben wir die Schutzmaske, die bringt wirklich nicht viel. Sonnenbrille haben wir an. Ring des Outlaws, Feuerresistenz brauchen wir alles nicht. Mana-Trank, Heiltrank. Die Pflanzen brauchen wir eigentlich, rein theoretisch können wir eigentlich alles drinnen lassen, weil ich habe nämlich im Internet gelesen, dass es bei Elex kein, wie heißt das? Kein Limit im Inventar gibt. Man kann so viel sammeln und reinpacken, wie man möchte. Es gibt kein Limit. Ja, man kann es nicht irgendwie, dein Inventar ist zu voll und du kannst nicht mehr rennen oder so. Gibt es da nicht. Das ist total genial. Verschlossener Tresor. Ja, wem gehört denn der? Kartenstück 11 hinzufügen. Oh, wir können hier puzzeln. Ach, wie schön. Hier wird ein leckeres Süppchen gekocht. Sehr schön. Tresor verschlossen. Ich bin nicht gut genug. Okay. Das gehört, glaube ich, auch noch alles zu uns. Ja, der ganze Turm gehört ja uns, genau. Cool. Gehört das da oben auch uns? Ist wahrscheinlich nicht mehr. Nö, aber wir haben wunderbare Aussicht und wir haben wahrscheinlich einen eigenen Garten, würde ich mal behaupten. Hübsch. Kraut nehmen wir gleich direkt mit. Hier ist wirklich nichts oben. Dann gucken wir mal weiter oben. Oh mein Gott. Die Geistersehne. Wir haben Bogen gefunden. Oh mein Gott, wir haben Bogen gefunden. Also dieser Abstecher in das Dorf lohnt sich definitiv. Wenn die Viecher nicht wären, eigentlich ganz nett hier. Der gute Becher. Gut, dass ich hier hochgegangen bin. Ah, die Echse, da ist noch ein Pfeil. Ach, wie geil ist das bitte? Wie geil ist das bitte? Dich kenne ich nicht. Die Öllampe nehme ich mal mit. Gehört das jetzt alles mir hier? Harley. Ach so, dich kenne ich. Du hast ein Lager bei uns aufgeschlagen? Wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee. Ha. Dann willkommen auf dem Präsentierteller des Wahnsinns. Große Ziele, stetige Mutantenangriffe und kleiner Lohn. Genau das Richtige für Bekloppte wie uns.
Das ist doch suppi. Ach, ich freue mich richtig drüber. Wir nehmen jetzt. Schade. Wenn wir jetzt noch eröffnet hätte, dass wir den Schakal mitnehmen können als Gefährten. Hier darf ich nichts mitnehmen, weil das ist Diebstahl jetzt, ne? Doch. Weil das jetzt alles wie zu uns gehört? Oder wie soll ich das verstehen? Wieso kann ich denn jetzt hier alles nehmen? Truhe verschlossen. Ein Bett. Der Herbert. Ich hörte, du bist ab jetzt einer von uns. Ich denke. Sieht ganz so aus. Okay. Dann sei aber auch zur Stelle, wenn es hier rund geht. Wir brauchen bei der Verteidigung des Lagers hier jeden Mann. Bring mir etwas bei. Alles klar. Was kannst du mir denn? Ach so. Eine Warnung an alle freien Menschen da draußen. Denkst du das wirklich? Selten so einen Stoß gehört. Wäre cool, wenn meine Leute jetzt hier hinkommen würden, ne? Das wäre mal nice. Das wäre doch mal richtig nice. Da geht's ja, ach so, da geht's so runter, ja, ich verstehe. Annie. Hi, ich bin Annie. Ich kann nicht Bist sehen. Bist du hier, um etwas zu spenden? Hä? Wieso sollte ich etwas spenden? Du kannst dir sicher sein, dass jeder Splitter, den du spendest, in den Ausbau unserer kleinen Gemeinde fließt. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne für eine bestimmte Sache spenden. Gefällt dir die Dekoration nicht? Oder vielleicht fehlt dir eine Werkbank? Kein Problem. Ich kümmere mich darum. Also, wie sieht's aus? Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Kein Problem. Was würdest du gerne ausbauen? Händler anheuern. Boah, 1000 Splitter. Boah. Oh, ihr habt aber Preise, ne? Leute. Werkbank der Kleriker kaufen, Werkbank der Berserker kaufen, Werkbank der Outlaws kaufen, natürliche Einrichtung kaufen. Nimm als erstes mal den Händler, das reicht. Ja, das ist gut. Händler ist immer gut. Annie, wäre ich mal nicht zu dir gekommen. Du ziehst mir das Geld schon aus der Tasche da. Was haben wir hier? Guter Löffel. Der gute Löffel. Was ist das hier für eine Hütte? Ich hätte eigentlich viel lieber so eine Hütte anstatt hier, Guck mal, hier eine ganze Stange. Als so ein Turm irgendwie. Ich werde da voll in den Turm abgeschoben. Upsala, jetzt bin ich weggegangen. Ich habe das Prinzip immer noch nicht verstanden, ne? Das war wohl nichts. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich hab's immer noch nicht verstanden. Dann geht's da runter, genau.
gucken jetzt erstmal bei dem Händler, ob wir da oben was Schönes haben. Elex, sagst du? Da ist ein X drauf. In dem Rucksack. Der Händler. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Oh, Kettensäbel 3. Hört sich an wie so ein Horrorfilm. Handgranaten sind immer gut. Ich möchte gerne... Oh, ich habe nur 2600. Ich möchte gerne erst was verkaufen. Die Axt will ich verkaufen. Ring des Outlaws und Ring der Feuerresistenz würde ich gerne verkaufen. Genauso wie gut erhaltene Konservendosen. Setzerbrot, das will ich nicht. Energiespeicher. Reines Elix, Bosmaner, Hornplatte. Ah, warte. Ich brauche ja Schrott zum... Ah, den krieg ich nicht. Krieg ich auch immer wieder. Gebrauche ich nie. Ich weiß nicht, für was ich das alles... Aber nur... So, Handgranaten. Was hast du noch? Okay. Da hast du nichts. Oh, eine Teiltränke. Einfacher Holzpfeil. Jetzt ja die Frage, ich könnte ja das mit dem Bolzen, könnte ich ja jetzt so langsam... Ich möchte ja den Pfeil nur haben. Jetzt könnte man ja die Armbrust... Kann ich den eigentlich schon gebrauchen? Nö, Stärke 70, bitte. Den kann ich noch gar nicht benutzen, den Geister. Suchen dafür Fächerschuss. Aha. Okay, den kann ich noch nicht gebrauchen. 70 Stärke. Überlegt euch das mal. Achso. Nein. Ja. Sonst hast du nichts, wo ich jetzt sage, dass mich das jetzt irgendwie reizt. Speere habe ich nur noch einen. Bolzen nehme ich auch mal mit. Ich nehme den Holz. Ich nehme die Holzpfeile auch mal mit, komm. Kostet ja nix. Heiltränke, wie sieht es damit aus? Die Heiltränke gehen immer natürlich ins Geld. Oh. Aber egal. Mach ich so. Bin ich mit zufrieden. So. Lager. Ich will mal gucken, ob ich die jetzt dahin schicken kann. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Sicher doch. Nee, die bleiben da. Okay, Falk. Mitkommen. Ja. So. Ich möchte gerne deine Quest machen. Ja, Asko ist ermordet worden. Ich soll Duras dabei helfen, den Mörder zu finden. Er erhielt den Auftrag von seinem Warlord Ragnar Zahn. Habe ich doch.
Ich muss entscheiden, wie es unter Doris hängt wird. Ach so, erledigt. Nur, ich dachte schon, hä? Was ist denn jetzt los? Gefährten. Elektronik für Falk. Guck mal, da oben. Da hinten. Falk kommt ganz schön rum, du. Das ist eine Elix-Batterie. Pass auf. Machen wir natürlich. Da. Eine Elix-Batterie braucht der Herr. Okay, der war schnell tot. Achtung! Oh, bis, also so langsam kriege ich die Viecher ganz schnell kaputt. Hey, du willst gar gucken, was da rumläuft. Die kriege ich noch nicht kaputt, das weiß ich jetzt schon. Da wollte ich gar nicht gucken gehen. Gut, dass ich in die Viecher jetzt nicht mehr reinrenne. Falk, oh nein! Das glaube ich jetzt nicht, Falk. Ist das dein Ernst? Ich muss auf ein Dingens gucken. So, in der Höhle drin. Oder da oben. Ich weiß nicht. Ist das überhaupt eine Höhle da? Nö. Hä? Wo soll ich denn hier rein? Ich habe ja gespeichert, ne? Ich renne da jetzt mal hin. Nö. Du, Holla. Falk ist tot. Könnte falsch hier sein. Ich weiß es nicht. Hoch, Alter. Das bleibt nicht ungestraft. Ach mein Gott, jetzt lass das Vieh doch mal in Ruhe hier. Ich habe andere Sorgen. Falle. Vielleicht außenrum. Vielleicht bin ich einfach komplett falsch. Vielleicht sollte ich um den... Huch, hab ich mich erschrocken, ey. Oh. Ja, dann töte das Vieh doch einfach, Mann.
Vielleicht bin ich ganz falsch. Aber da sieht es nicht besser aus, Ich verstehe nicht, wo das sein soll. Könnte höchstens da so in einer Höhle sein, also so, dass man so durch so eine Höhle gehen muss. Ich weiß sonst nicht, wo das sein soll. Oder? Ja gut, das steht ganz oben, aber wo? Komm doch da kaum hoch. Vielleicht habe ich den falschen... Wo könnte man denn hier am besten so hoch? Ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt so hoch können. Ich gehe jetzt erst. Ich gehe jetzt erstmal zurück. Ich weiß es nicht. Ja, hallo, aber der nein. Haut er jetzt ab? Also dieses Kettensägenschwert gefällt mir immer mehr. Aha. Guck mal, hier ist eine Straße. Ja gut, die hört hier auf. Aber... Das sieht interessant aus. Da oben ist auch so eine... Da oben ist auch was. Ich komme hier irgendwie hoch. Ich muss hier irgendwie hochkommen. Okay, lass mal überlegen. Da oben ist was, sag ich doch. Okay, das sieht sehr gut aus. Da komme ich nie rüber. Okay. Da komme ich nicht hoch. Hochala. Sei mich veibelt. Pass auf, ich schaff's aber darüber. Wenn Falk mich jetzt nicht runterwirft. Sehr schön. Da oben ist was. Okay, weiter geht's. Ich weiß nicht, ob der Aufstieg auch hätte einfach aus sein können.
wie er auch immer hier früher gelebt hat, hatte wenig zu befürchten. Ja, weil er am Arsch der Welt wohnt. Ich ahne Schlimmes. Können wir, Lieben, ich muss eh Schluss machen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.